Wasserstoff hat aus unserer Sicht zwei Funktionen, die er in der Energiewende spielen kann. Einerseits als Treibstoff, Alternative, Clean Energy Möglichkeit für Mobilität. Ein Auto, elektromobil angetrieben, was eine Nutzwirkung für den Kunden hat, ähnlich wie heutzutage ein Verbrennungsmotor. Und auf der anderen Seite die Möglichkeit, Wasserstoff zu nutzen als Speichermedium für fluktuierende Energie. Die beiden intelligent zusammengebracht, sehen wir einen Mehrwert, der beide Sachen profitieren kann. Einerseits ein Energiesystem, was einen Energiespeicher braucht, andererseits eine Mobilität, die einen neuen Energievektor Wasserstoff gut aufnehmen kann. Wenn Sie heute anschauen, der einzige wirklich zur Verfügung stehende Energiespeicher ist Pumpspeicherkraftwerke. Alle Studien gehen davon aus, dass in den nächsten Jahrzehnten eine Ver-50 bis Ver-100-fachung des notwendigen Energiespeicherbedarfs haben. Und es gibt wenige Alternativen zu der etablierten Pumpspeichertechnologie. Und Wasserstoff aus unserer Sicht ist einer der hervorragenden, aus seiner technischen Möglichkeit kommenden Energiespeicherformen. Wir haben ein Energiesystem, was typischerweise auf 30 bis 50 Jahre investiert ist. Auf eine Sichtweite, die viel länger ist als die Veränderungsgeschwindigkeit, die wir uns jetzt vorgenommen haben im Rahmen der Energiewende in Deutschland. Das gibt auf das Gesamtsystem einen großen Druck von allen Seiten. Das ist ein Druck, den insbesondere die Energieerzeuger in ihrem Profit, in ihren Ergebnissen spüren, aber auch das Gesamtsystem an technische Grenzen kommt. Und hier ist, glaube ich, notwendig, dass wir die Geschwindigkeit so einstellen, dass wir unser langfristiges Ziel erreichen und gleichzeitig die technische Machbarkeit im Auge halten. Insbesondere dort eben die Frage, wie können wir fluktuierende Energieströme aus Strom, aus Wind, aus regenerativen Energien zuverlässig dem Verbraucher in dem Lastprofil, den wir im Netz abfangen können, entsprechend zur Verfügung stellen.